Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur ersten Ausgabe vom Tierschutz in München in diesem neuen Jahr 2017. Schön, dass Sie auch dieses Jahr alle wieder mit dabei sind. Ich spreche jetzt gleich mit Kurt Perlinger. Da ist er, der Vorstandsvorsitzende des Münchner Tierschutzvereins. Und auch in diesem Jahr, da stehen spannende Projekte auf dem Programm. Herr Perlinger, wir sehen hier hinter uns schon Baumaßnahmen hinter dem Katzenhaus. Was passiert da genau in diesem Jahr oder was soll passieren? Ja, wir sind also jetzt an der Rückseite vom Katzenhaus. Hier wollen wir unsere neue Hundequarantäne und den neuen Teil des medizinischen Bereichs bauen. Und das wird wieder ein 2-3-Jahres-Projekt, bis wir das wieder für die Tiere fertiggestellt haben. Blicken Sie da optimistisch auf die ganzen Herausforderungen, die jetzt auch in diesem neuen Jahr 2017 so auf Sie zukommen? Ohne einen Riesenoptimismus ging hier überhaupt nichts. Jetzt sind wir so ganz am Anfang. Jetzt ist es so ganz schwierig. Jetzt, wenn man hier so rumschaut, kann sich ja keiner vorstellen, wie das mal werden soll. Wir haben schon Pläne. Wir haben schon Gespräche mit der Stadt München. Und wir sind guter Hoffnung, dass wir Mitte nächsten Jahres hier mit den Bauarbeiten beginnen können. Aber da sind Sie natürlich auch auf viele Spenden wieder angewiesen aus der Bevölkerung und von den Tierfreundinnen und Tierfreunden? Ja, ohne das kommen wir überhaupt nicht weiter. Wir sind ja zum Großteil spendenfinanziert. Also alles, was hier gemacht wird, muss über Spenden eingeworben werden. Und hier werden wir auch wieder sehr oft bei den Münchner Bürgern anfragen, ob sie uns hier unterstützen, dass wir hier was Tolles für die Tiere bauen können. Dann wünschen wir viel Erfolg dabei. Vielen Dank, Kurt Perlinger. Und ich spreche jetzt gleich mit Dr. Sandra Gildner zum Thema Quarantäne. Eine große Herausforderung für 2017 für das Tierheim, Seuchenzüge und das Thema Quarantäne. Ein paar Worte dazu, was muss man sich darunter vorstellen, was sind da die Herausforderungen für euch? Generell gesagt haben wir in 2016 sehr viele Züge von Seuchen erlebt, die unter anderem dadurch entstehen, dass wir wahnsinnig viele Beschlagnahmungen bei den Singvögeln, bei den Ziervögeln hatten. Man sieht hier einen Bewohner, der damals kam. Und wir versuchen jetzt, so viele Krankheiten wie möglich im Voraus zu testen, weil wir einfach festgestellt haben, je schlechter die Haltung im Vorfeld war, desto höher ist das Risiko, dass die Tiere mit Krankheiten bei uns reinkommen. Und auf einmal ging es Schlag auf Schlag. Also wir hatten bei den Katzen Probleme, wir hatten bei den Hunden immer wieder Giardien, wir hatten bei den Wildtieren jetzt die schlechte Nachricht, dass die Vogelgrippe kommt oder im Winter halt da war. Und wir müssen uns einfach darauf vorbereiten. Das heißt, wir haben jetzt wirklich das Jahr 2017 unter der Prämisse, so viel wie möglich in diese Richtung zu arbeiten, zu bauen, Strukturen zu schaffen, Leitlinien zu schaffen, interne Abläufe zu kreieren, die es uns leichter machen, mit den Seuchen umzugehen, weil die gehen einfach nicht weg, aber sie vielleicht auch eindämmen zu können oder von vornherein ausschließen zu können, dass wir überhaupt ein Problem damit haben. Also dazu gehört einmal natürlich der hoch antizipierte Neubau der Hundequarantäne. Da freuen wir uns schon sehr drauf, wenn wir da mit der Stadt München wirklich jetzt in die finale Beschlusslage kommen, dass die uns unterstützen bei dem Bau dieser Hundequarantäne. Weiterführend werden dann natürlich auch alte Räumlichkeiten frei und die versuchen wir dann umzubauen. Also einmal haben wir jetzt hier in der alten Katzenquarantäne, in der wir uns befinden, für die Vögel die neue Quarantäne eingerichtet. Da sind wir jetzt auch gerade am Umbauen. Also wir brauchen natürlich neue Gitter, neue Materialien, Käfigstrukturen. Und dann versuchen wir im Wildtierbereich einfach mit ein paar neuen Volieren und ein paar Wasseranlagen für Wassergeflügel hier einfach bessere Umweltbedingungen zu schaffen, sodass wir auch die Tiere, die hier drin sind, die wieder ausgewildert werden müssen, eben die Möglichkeit dazu haben, dass er dann auch wirklich zum Beispiel im Fall einer Ente wirklich schwimmen kann und nicht als Nichtschwimmer von uns an den Teich gebracht wird. Also viele, viele Herausforderungen auch für das Jahr 2017. Vielen Dank, Dr. Sandra Gildner, für diese Information. Ja, und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuschauen. Das war sie, unsere erste Sendung Tierschutz in München des neuen Jahres 2017. Schön, dass Sie alle mit dabei gewesen sind. Viele weitere Informationen natürlich wie immer online unter www.tierschutzverein-münchen.de. Bis zum nächsten Mal, auf Wiederschauen. Dankeschön.